meine Lieben, ihr seht hier schon ein wenig den Anfang und ich nehme euch natürlich mit. Im Thumbnail habt ihr es schon gesehen, also ich weiß noch gar nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ich habe mir überlegt, warum nicht einfach einen Adventskranz aus Papier machen? Ja, ist gefährlich wegen Feuer, aber letztendlich, wenn ich so einen Tannen-Adventskranz habe, muss ich auch aufpassen, dass mir die Glut nicht irgendwo hinschießt. Und ja, deswegen dachte ich, machen wir einfach mal einen Adventskranz aus Papier und dann nehme ich euch mit. Ich habe hier einmal solche Blockkerzen, die habe ich bei Teddy gekauft. Die haben bei mir einen Durchmesser, wartet mal, hier stehen so ein paar Angaben, Durchmesser von knapp 4,5. Da müsst ihr dann als erstes schauen, dass ihr eine passende Kreisstanze findet, weil die hier reingestellt werden. Also ich habe da so richtige Ständer für die Kerzen gebaut. Heißt, man kann die auch jederzeit wiederverwenden. Ihr könnt andere Kerzen in anderen Farben und dann dementsprechend euer Motivpapier ändern, wie ihr das halt wollt. Ich werde die wahrscheinlich dann noch mit Wasserschiebefolie bearbeiten, weil ich davon 7 Zwerge, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung als Info, schöne Dateien habe. Und ja, am Ende zeige ich es euch aber fertig. Meine Idee war auch, ich versuche es mal so ein bisschen hinzulegen, die Kerzen, typischerweise sind ja verschieden hoch. Ich habe auch die Boxen verschieden hoch gemacht. Also wir basteln jetzt noch die ganz kleine und basteln dann auch noch einen Rahmen. Man könnte dann natürlich die ganz große in das ganz kleine packen. So würden sie immer gleichmäßig abbrennen. Aber ja, gedacht ist es ja eigentlich, dass der Adventskranz eben unterschiedlich, weil die 1 wird ja 4-mal angemacht. Und wie ihr es am Ende gestaltet, ob zum Beispiel hier so als Treppe oder eben so, wie ich es euch gleich zeige, so als Quadrat, das könnt ihr dann entscheiden. Ich zeige euch dann nachher noch Varianten. Und ich würde sagen, wir legen erstmal los. Also wir bauen uns als erstes hier so einen Würfel. Der ist denkbar einfach, nur ein wenig langwierig. Ich zeige es euch aber. Ihr braucht ein Quadrat in 7x7. Und das habe ich mir ausgerechnet aufgrund der Maße hier oben, damit die Kreisstanze passt. Und dann machen wir jetzt das Kleinste. Da braucht ihr, ich habe es jetzt hier mal ein bisschen aufgeschrieben, 4 verschiedene Stücke Papier. Eins in 12x29, eins in 11x29, eins in 10x29 und eins in 9x29. Und jedes wird im Grunde links bei 4 cm, rechts bei 1 cm gefalzt. Nicht wundern, meins ist jetzt hier ein bisschen kleiner, weil das da. Und das mache ich jetzt für euch so, dass das vermieden wird, dass es dann nämlich so aussieht. Weil der Boden muss 4 cm bleiben. Da hatte ich hier einen Denkfehler, habe den dann kleiner gemacht und dann bleibt aber unten ein Loch da. Das aber nachher in die Box reingeklebt wird bei mir, ist das halt nicht so schlimm. Die wird jetzt auch so aussehen. Das sind aber die korrigierten Maße. Genau, also entweder hier eben so falzen, wartet bei, nein, macht das hier weg. Also jedes 12x29, 11x29, 10x29, 9x29 ist dieses Maß. Ich habe es mir nicht gekürzt auf 29, weil DIN A4 Papier ist ja 29, schieß mich tot, weil es ist die Klebelasche, lasst es einfach. Ihr falzt immer, legt so ein, links bei 1 cm und rechts bei 4 cm. Und dann habt ihr nämlich diesen Stufenaufbau, den ihr braucht. Legt euch das so an und faltet bei 7, 14, 21, 28. Und den Rest nutzt ihr als Klebelasche. Genau. Und wie gesagt, ein Stück in 7x7. Und da habe ich mir jetzt auch Motivpapier schon ausgeschnitten, weil ich das hier gleich verbinde, wenn ich das ausstanze. Weil bei dem ersten habe ich separat gemacht. Und ja, es, man trifft es halt nicht so genau. Weil das ist ja nie so genau mittig. Und da zeige ich euch gleich, wie ihr das machen könnt, dass ihr einfach beides durch die Stanzmaschine jagt. Oder ihr habt einen passenden Kreishandstanzer. Das geht natürlich dann auch. So, hier habe ich Folgendes. Habe mir hier nur einen kleinen Kleber drauf gemacht. Den gibt es ja bei DM. Diesen Fotokleber. Also. Nur hier ganz mini klein. Da. Klebe mir jetzt dann das Motivpapier genauso rauf, wie es sein soll. Also es hat nur einen minimalen schwarzen Rand. Einfach nur als Fixierung. Und dann mitte ich mir das hier aus. Ihr könnt auch ausmessen, indem ihr hier Lineal anlegt, bei 3,5 Strich macht und hier nochmal. Dann habt ihr hier genau den Mittelpunkt. Das. Und dann nehme ich mir hier von Action dieses lilane Band. Damit fixiere ich meistens. Ich mache es auch mit Washi-Tape, aber Washi-Tape habe ich immer das Gefühl, wenn das einmal gepresst wird, dann klebt das nochmal richtig wie Hulle.
Deswegen habe ich mir das ein oder andere Papier schon zerrissen. So jage ich es jetzt durch meine Stanzmaschine. Und dann haben wir nämlich das hier. Und was ich auch mache, wartet, erst hier das wieder alles vorsichtig lösen. Was ich auch mache, ist, genau so passt es ja jetzt übereinander, dass ich mir jetzt auf das Schwarze hier und die Ecke, die da drauf liegt, eine Markierung mache. Dass wir nachher wissen, nicht, wenn das hier liegt und dann wuschelt es durcheinander, ihr nicht mehr wisst, wie es rum es gehört. Die beiden Teile brauchen wir auch. Und da brauchen wir jetzt ein Stück in 17,5 x 3,5. Irgendwo hier. Und das falzen wir uns jetzt auf beiden Seiten bei 1 cm. Und hier auch 1 cm. Das wird jetzt quasi die Aufbewahrung für die Kerze. Habe ich jetzt gewählt in 1,5 cm Höhe, also dass das hier eine Höhe, wartet, ich zeige es euch, wo sie hier drin steht. Und das steht eigentlich ganz gut. Man kippt die ja nicht, sondern steht ja aufrecht auf dem Tisch. So, da falzen wir eins so lang und eins in die andere Richtung. Dann ziehe ich mir das schon mal so ein bisschen über den Finger. Und dann könnt ihr euch eine Kerze nehmen und legt es mal einmal so rum, wie es sein muss. Und macht euch hier so einen kleinen Knick. Da haben wir jetzt so einen kleinen Knick. Und da fange ich jetzt an, ganz viele Klebelaschen zu machen. Und zwar, wartet mal, ich mache mal ein paar. So, denn umso kleiner ihr die macht, umso schöner wird nachher dieses Gebilde hier, weil wir das dann schön um den Kreis rumlegen können, weil wir müssen das halt biegen und da, ne, das wird hier alles nachher so runtergebogen und damit wir das halt gut kleben können, müssen die ganz klein sein. Das machen wir jetzt auf der Seite und auf der Seite. So, Hammer. Ganz viele kleine Schnupse hier, die können alle im Müll. Ich lasse mir hinten den Rand noch stehen. Das machen wir ganz am Ende. So, jetzt haben wir ja die eine Seite nach unten geklappt. Und die nehmen wir uns jetzt als erstes. Dazu nehmen wir uns jetzt den schwarzen Kreis. Ihr habt hier noch Klebereste dann drauf. Da könnt ihr einfach so mit dem Finger rüberruppeln. Das ist auch nicht schlimm, weil da steht nachher die Kerze drin. Oder ihr macht es so rum. Ne? Wenn ihr nicht wollt, dass man das sieht. Aber wie gesagt, ich finde, da steht die Kerze nachher drin. So, jetzt bringen wir uns hier Flüssigkleber. Auch das könnt ihr mit doppelseitigem Klebeband machen. Ich bin da aber immer ein bisschen flexibler mit Flüssigkleber. Bringen wir hier so die erste Bahn auf. Und der erste ist jetzt im Grunde der wichtigste. Und zwar nehmt ihr euch die ersten beiden und haltet die hier so an. Quasi um den Kreis rumschlagen. Und damit der erste halt gleich in Form ist, ist der erste quasi am wichtigsten. So, und dann geht ihr Stück für Stück immer den Kreis hier quasi an die Kante halten, an die Falz und die Nupsel oben raufkleben. Dann wieder ein bisschen Kleber. Und dann wieder. Immer einen Moment anhalten. Das ist der VBS Bastelkleber. Der trocknet eigentlich relativ schnell. Aber auch nicht zu schnell.
So, und dann bauen wir uns quasi hier die Halterung für unsere Kerze. Es kommt noch ein Video, wo ich noch einen Adventskranz mit euch bastel, wo ich Stabkerzen verwenden werde und da auch so eine Tüllen habe. Also wenn euch der Schritt hier jetzt zu aufwendig ist, ich glaube, es gibt auch für so Blockkerzen solche Tüllen. Da könnt ihr dann im Prinzip auch diesen Kranz ausschneiden. Und diese Tüllen haben ja oben nochmal so einen kleinen Rand. Wenn man den dann rauflegt, also wenn man es eben wirklich bündig schneidet, sodass es oben aufliegen kann. Ich denke mal, ich werde es dann auch irgendwie noch festkleben. Muss ich mal gucken. Dann ja, könnt ihr die Variante auch machen und müsst euch da nur so eine Tüllen bestellen. Ich werde mal gucken, was ich da finde. Vielleicht verlinke ich unten in der Videobeschreibung was. Aber es kommt ja halt immer darauf an, wo ihr eure Kerzen kauft, was die für einen Durchmesser haben. Aber auf jeden Fall bei den Stabkerzen werde ich es euch verlinken. Ja, und wie gesagt, dadurch, weil wir diese Nupsi hier jetzt so klein gemacht haben, stören die sich hier unten jetzt auch nicht. Und man kann das gut kleben. Immer den Kreis im Grunde innen ran drücken. So, und jetzt kommen wir hier schon fast zum Ende. Warte mal, ich warte, bis der letzte hier angezogen ist. Und merke, ich brauche doch noch ein Dreieck. Deswegen habe ich nämlich den Rest hier stehen lassen. Und jetzt schneide ich es mir gerade ab. Auf der anderen Seite habe ich schon das Maß. Hier auch gerade abschneiden. Und jetzt bringe ich hier nochmal einen Ticke Kleber auf. Und hier auf diesen Rest von dem Streifen. Ja? So, dann die letzten beiden hier aufkleben. Und da jetzt auch gleich den Streifen und da gucken, dass ihr schön bündig seid. So, jetzt haben wir im Grunde das Unterteil schon fertig. Einer will hier noch nicht kleben. So, und jetzt nehmen wir uns das schwarze Teil mit dem Kreuz nach oben. Ihr drückt euch die hier alle noch mal ein bisschen nach innen, damit wir das jetzt nämlich einfädeln können. So, man möchte erst meinen, dass das nicht passt, aber es passt. So, alle schwarzen Nuppis müssen nach innen. Manchmal weigert sich der ein oder andere. Das ist eine kurze Fummelarbeit. So, und jetzt fange ich an, dass ich die so quasi drüber ziehe. Immer wieder festhalten. Dann Stück für Stück euch die schwarzen Nuppis hier rüberziehen. Wenn es an einer Stelle ein bisschen spannen sollte, dann habe ich jetzt zum Beispiel hier, dann zieht da einfach die Teile runter und macht euch quasi eine neue Falzlinie. Es ist einfach nur wichtig, dass das Viereck richtig gut drauf liegt. So, und jetzt mache ich mir hier auch. Also wenn der Kleber halb alle ist, ist echt belastend. Gehe ich hier einmal komplett drum. Und drücke mir die erstmal so etwas an. Ja, ist eine Drecksarbeit. Weil man die Hände voll mit Kleber hat,
finde ich aber nicht schlimm. So, und jetzt könnt ihr das schon so rumlegen. Und jetzt drücken wir von außen, dass die dann alle schön kleben. So, und an den Rändern kann es sein, dass das ein oder andere Dreieck ein bisschen zu lang ist. Da gucke ich dann einfach und schneide mir hier die Ecken noch mal ein bisschen kürzer, damit wir gleich, wenn wir das Motivpapier rauflegen, hier nicht irgendwelche Piekser quasi rausgucken. Da kommt ihr noch gut runter. Mache ich auf allen vier Seiten. So. Hier bringe ich mir 3D. Hier bringe ich mir 3D. Könnt ihr auch bündig kleben. Hat jetzt einfach nur Lust, das in 3D. Man sieht es halt auch nicht dolle. Und da einfach alles gut benetzen mit Klebe. Dazu habe ich mir die, krass, wie schnell 20 Minuten immer rumgehen. War die Kamera schon wieder aus. Da habe ich mir die hier einfach so in dünne Streifen geschnitten. So, dann hier noch. So, wenn ihr das hier macht, denkt dran, ihr müsst wissen, wo euer Kreuz war. Jetzt kleben wir uns das hier schon auf. Deswegen müsst ihr euch vorher überlegen, wo ihr, was für Motivpapier ihr nehmen wollt, weil eben ihr dieses Loch, wenn ihr das jetzt ausstanzen würdet, ihr würdet definitiv nicht die gleiche Stelle wieder treffen. Also ich hatte bei dem ersten damit Anzeichnen probiert, aber trotzdem hat es sich um Millimeter verschoben. Und deswegen fand ich, war es so die beste Variante. Ich habe jetzt oben auch ein sehr schlichtes gewählt, weil ich eventuell doch an den Seiten mit Farbe arbeiten, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich es letztendlich mache. Deswegen dachte ich, komm, so ein weißes passt zu allem. Und das Gute ist, man kann den ja auch wiederverwenden. So, wartet, jetzt halte ich mir das hier so ein bisschen an. Ihr habt, wie gesagt, rundherum so einen kleinen schwarzen Rand. Und aufkleben. Und dann habt ihr das halt genau bündig. So, dann nochmal andrücken. Und den hier nutzen wir als Verstärkung hierfür, weil hier liegt ja nachher die Kerze drauf. Und damit uns hier diese Teile sich nicht doch irgendwie lösen, kleben wir da jetzt einfach den Kreis drauf. Der passt ja da ganz genau drauf. Nochmal von innen andrücken. Und dann haben wir das Komplizierteste an der Sache schon fertig. Das ist halt viel Schnibbelarbeit. So, und jetzt haben wir, wie gesagt, hier unser Teil, wo bei euch hier unten 4 cm sind. Also das sind 4. Genau, 4, 8, das ist jetzt 9 mal 29. Hatte ich euch ja am Anfang erklärt. Da ziehen jetzt alle Falzlinien nach. Und ihr kriegt halt zwei so eine Streifen aus einem DIN A4 Bogen. Braucht dann noch eben diese Dinger hier alle. Also 3 Blätter quasi. Es gibt ein Video schon auf meinem Kanal, da zeige ich euch das Thema Wasserschiebefolie. Das werde ich euch mal auch noch verlinken. So, hier die Ecke raus. Das ist jetzt hier der Boden. Die Teile anschrägen, ganz normal, nach Belieben. Das braucht keinen bestimmten Winkel, aber oben gleich, damit die sich nachher nicht berühren innen drin, weil damit kleben wir jetzt gleich das Gebilde drauf, was wir eben gebastelt haben. Und zwar
machen wir da eine Klebelasche, die so gut 45 cm ist. Da kommt auch keiner nachmessen. Einfach nur hier, seht ihr das, bei Weitem größer, die Klebelasche, also winkliger. So, und hier auch rausschneiden. Und jetzt nehmen wir uns dieses Teil. Ihr müsst gucken, wie mittig ihr euren Kreis getroffen habt. Manchmal ist hier am Rand kein Zentimeter mehr. Unsere Klebelasche ist ja ein Zentimeter. Wenn ihr das so anhaltet, merkt ihr das eigentlich gut, ob ihr bündig bis zur Kante kommt oder nicht. Ja? Wenn nicht, dann kürzt euch eure Klebelasche hier einfach nochmal ein Stück ein. Ja? So, dann fangen wir an. Hier auf der Seite, wo auch die andere Klebelasche ist. Immer schön bis zu den Ecken. Und das hier aufsetzen. Und gucken, dass ihr bündig, wartet, hier anklebt, damit wir am Ende einen schönen gleichmäßigen Würfel bekommen. Und hier könnt ihr euch das auch immer noch mal hinlegen und andrücken. Und dann gehen wir weiter zum nächsten. Ich habe dann immer, dass ich es probiert habe, ja, Pass stößt hier nicht gegen. Also Kleber rauf. Und das nächste. Und da auch wieder einen Moment anhalten. Könnt ihr dann auch nochmal von innen so ein bisschen mit dem Falzbein rauf. Nächste testen, passt. Das ist doch auch ein schönes Vorweihnachtsgeschenk für die Liebsten. Wieder von innen andrücken. Und bei dem letzten bringe ich erst wieder testen, ob es passt. Ja, auch der passt. Da bringe ich jetzt hier Kleber auf, also auf die Klebelasche und hier auch, damit wir es gleich verbinden können. Ist jetzt alles bei Schwarz ein bisschen schwierig zu sehen. Ich denke mal, ich werde den anderen in Weiß machen, weil der ist vom Prinzip ähnlich. Da werde ich nur die Würfel schmaler und höher machen, denke ich. Weil da braucht man ja nicht diesen Durchmesser bei Stabkerzen. So, das klappen wir uns nach innen. Das fädeln wir hier ein. Und dann verbindet sich das schon. Und hier guckt ihr jetzt als erstes, dass ihr hier schön bündig seid. Denn das hier oben tut es eigentlich gerade von alleine. Hier schön bündig erstmal kleben. Und dann können wir hier nochmal von innen gegengehen. Als erstes mache ich mir die Klebelasche an der Seite fest. Und dann drücke ich hier von innen nochmal gegen. Der Kleber trocknet clear, also da sieht man nachher nichts. Und bei euch ist der Boden jetzt auch komplett. Da macht ihr dann hier einen dünnen Streifen, klebt den auf den. Und dann macht ihr euch hier, aber nicht komplett Kleber, weil hier ist ja offen. Also nicht hier bis unten hin Kleber, sondern ich mache da immer nur so zur Hälfte. Knick mir den um, hier bis zur Hälfte und knick mir den um. Weil das Maß, was ich euch gegeben habe, da ist euer Boden jetzt zu. Bei mir halt leider nicht, deswegen muss ich ein bisschen anders kleben. Ich mir jetzt um und stelle zum Beschweren einfach eine Kerze auf. Dann kann das trocknen. So, und dann machen wir uns noch für das Ganze einen Rahmen, eine Shadowbox quasi. Ich muss erstmal was trinken. Dafür braucht ihr, warte, ich muss erstmal gucken, ob das, wo ist mein großes Ding?
mal, ob das wichtig ist, nämlich dass es 30,5 ist. Das schon mal nicht. Dann machen wir es so. Ich habe keinen Bogen in 12x12 Inch. Das sind alles deutsche Maße. Und brauchen wir aber, weil wir nämlich 30,2 jetzt brauchen. Dazu wichtig ist, ich zeige euch mal das, wie ich es ausgerechnet habe. Das hier sind meine Kerzen aneinander gestellt. So. Und ihr messt mal bitte diesen Abstand hier. Wenn eure Kerzen, also drückt die ruhig so ein bisschen zusammen, weil die können ja da press in der Box drin sein. Und das ist bei mir nämlich so, ja, 14,1, 14,2. Deswegen mache ich das Innenleben, wo sie nachher drin stehen, 14,2. Das müsst ihr ausmessen. Und dieses Maß plus 8 plus 8, also plus 16, braucht ihr, um jetzt diese Shadowbox zu machen. Ihr könnt es genauso basteln wie ich. Wichtig ist nur, ihr müsst dieses Maß plus 16 nehmen. Wenn ihr euch das ausrechnet, weil je nachdem, ob ihr schief gefalzt habt oder wie auch immer, messt euch das aus, stellt von mir aus auch alle vier aneinander und guckt, ne, dass wir, das muss nachher ja in die Box reinpassen. Also euer Maß plus 16 und dann nehmt ihr euch das. Also 30,2 ist es in meinem Fall. Das kürze ich mir jetzt erstmal kurz ein. Müsst ihr auf zwei Seiten dann einfach einkürzen. So. Und dann wird von allen Seiten bei jetzt Concentration bei 2 cm, bei 3 cm, bei 5 cm, bei 6 cm. Und ich glaube, das müsste es gewesen sein. Warte mal, ich werde das mal kurz nachfalten und zu gucken, dass ich da jetzt keinen Denkfehler habe. Genau. Das war's. Also auf allen Seiten nochmal. Papier hier schief. Bei 2. Bei 3, bei 5 und bei 6. So. Wir falzen uns jetzt erstmal nach. Wir brauchen noch Hilfslinien, aber ich glaube, die werde ich mir dann mit Bleistift einzeichnen. So, erstmal alles nachfalzen. So, ich schneide mir jetzt mal als erstes hier die Quadrate raus, komplett. Und da schneide ich wieder neben der Falz. Also ich schneide mir die Falzlinie raus. Und dann muss ich gleich gucken. Wo die Markierung dann halt hinkommt. So, das kann weg. Warten wir dann das so und das so. Hier muss die Schräge. Genau, 2 cm. Also, ihr macht euch auf der Seite und auf der Seite oder auf der und auf der, also nur auf zwei Seiten. Bei dieser 2 cm. Warte, ich zeige es euch gleich. Hier. Und hier. Hier. Und hier. So, ich
zeichne eine Seite mal für euch an, damit ihr es seht. Den Rest mache ich per Augenmaß. Dieses Stück muss jetzt überall noch rausgeschnitten werden. Das hier. Wir haben hier die 1 cm Falz. So. 1 cm Falz. Dann kommt eine Schräge nach oben. 2 cm. Ne? Dieser Abstand hier hat 2 cm. Und dann gerade nach oben schneiden. Damit wir nämlich hier das schön, schön basteln können. So, und ich habe hier einfach, hier habe ich es euch jetzt angezeichnet. Ich zeige es euch, wenn ihr das nicht braucht. Im Grunde nur hier eine Markierung von oben bis unten, damit man weiß, bis wohin man schneiden muss. Und dann schräg zur Falz da drüben. Aber wenn ich, wie gesagt, zeichnet euch das einfach an. Ihr könnt es jetzt noch, bei mir ist es ja hier weiß, hier jetzt noch mit Motivpapier bekleben. Mache ich nicht, weil ich werde die Dinger, glaube ich, tatsächlich hier drin festkleben, damit es nicht so wabbelig ist, weil das ist immer was, was man ja irgendwie umstellt in der Wohnung. Also er bleibt bei uns nie die kompletten 4 Adventssonntage da stehen, wo er steht, weil, ne, Esstisch und da war schon wieder der Akku alle. Also wie gesagt, ich klebe jetzt hier innen drin nichts rein. Wenn ihr das wollt, dann aber jetzt. So, ich klebe als erstes die langen Seiten auf. Perfekt. Und dazu bringe ich mir hier auf der untersten Lasche, diese 2 cm Lasche hier, Kleber auf. Und klebe mir das hier quasi so als Röhrchen und achte darauf, dass ich hinten anstoße. Seht ihr das? So, hinten anstoßen und dann festkleben. Dann irgendwie gucken mit dem Falzbein oder so nochmal rein. So, die gegenüberliegende Seite genauso. Und auch wieder so einschlagen, festkleben. So, und dann kommt hier ebenfalls hier auf diese Lasche Kleber. Und außerdem von innen auf das Dreieck. Da braucht auch nur so ein bisschen. So, und dann knicken wir das wieder so ein. So, und achtet darauf jetzt, dass ihr hier schön bündig seid. Hier bleibt eine kleine Lücke, weil ich habe da jetzt keine Klebelasche eingebaut. Da einfach hier so einen Moment andrücken. Da drücke ich wirklich so einen Moment an, damit das einfach sich verbindet. Hier drüben ist schon. Und das wird dann auf der anderen Seite genauso. Auch wieder von außen hier Kleber rauf. Ja, könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr schon mal auf einem Kanal Adventskranz aus Papier. Ich habe jetzt tatsächlich, habe jetzt aber auch nicht gesucht, um ehrlich zu sein. Eines Nachts ist mir die Idee gekommen, ja wartet mal, warum denn immer ein Adventskalender, warum denn nicht mal ein Adventskranz? Und wollt euch daran teilhaben lassen. So. Und jetzt ist es auf die Deko im Grunde schon das ganze Hexenwerk fertig. Das ist nur gleich der spannende Moment, ob das hier auch reinpasst. Könnte sein. Es kann auch sein, dass ich das jetzt hier so ein bisschen, hier, ich wackel mal, so ein bisschen verzieht.
Das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil gleich kommen da die Kerzen rein, dann drückt sich das alles wieder runter. Das ist dann, wenn... Naja, sagen wir mal, es arbeitet hier. Also es muss auf jeden Fall reingeklebt werden. Ich will das erstmal hier... Das ist aber 14,1. Ich werde das hier erst alles richtig schön trocknen lassen, damit es dann hier nicht wieder aufgeht, wenn ich das gleich reinklebe, weil es ist alles sehr spannend. So, lassen wir das kurz trocknen. Ja, gleich weiter. So, das Ganze sollte jetzt trocken sein. Ich habe mal die Kerzentüllen geholt, die ich meinte. So sehen die aus. Die sind jetzt für Stabkerzen. Und da ist, wie gesagt, dadurch, weil die hier so ein Ende nochmal haben, liegt das dann in dem Loch auf. Das wäre halt auch eine Variante. So, jetzt klebe ich mir das hier ein. Was ziemlich knapp ist bei mir. Aber es passt. Ich habe jetzt hier zwei hohen, kommen in die Ecke und die zwei kleinen in die Ecke. Man bräuchte sogar nicht mal aufkleben, weil, ich finde, das sieht echt schön aus, weil es richtig spannend da drin sitzt, werde es aber trotzdem noch fixieren. Und dann kommen hier die Kerzen rauf. Und dann sieht das so aus. Das kann ich euch jetzt schlecht von der Seite zeigen. Ich werde nachher, denke ich, Fotos machen. Ich werde das jetzt alles noch ein bisschen verzieren. Und wie gesagt, mir die Teile hier drin einkleben. Und ich denke, das ist unser Adventskranz für dieses Jahr. Wenn man bedenkt, dass ja alles relativ teuer geworden ist, ist das jetzt echt eine günstige Variante. Selbstgemacht, schön wiederverwendbar. Kerzen raus, nächstes Jahr einfach nochmal verwenden. Mal gucken, wie die abbrennen. Ich hoffe nicht, dass sie zu sehr an der Seite rauslaufen. Aber wenn, ist auch nicht so schlimm. Und ja, zeige euch gleich nochmal das Endergebnis. So, ihr Lieben, wir sind fertig. Ich würde euch noch zeigen, was ich noch so als Enddeko gemacht habe. Zum einen habe ich die Kerzen mit Wasserschiebefolie bearbeitet, habe das jetzt auch ganz schlicht gehalten. Hier, erster Advent, zweiter, dritter, vierter Advent. Und zwar habe ich hier von bei den sieben Zwergen, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, ein paar Dateien. Ich hatte hier auch noch so was Güldenes, aber fand, das passte farblich halt nicht dazu. Und ich würde euch jetzt mal zeigen, also hier, die sind alle bearbeitet. Wartet, ich muss natürlich weiter runterschieben, damit ihr es seht. Da, so. Und so habe ich die jetzt gestaltet. Also das ist hier komplett eingeklebt, fest. Und ja, habe mir so Tannenbäume und Schneeflocken und Häuser, Gedöns darauf gemacht. Was natürlich auch gut funktionieren würde, ist, wenn ihr von Anne die Stempel habt. Wir haben ja hier auch so Sachen wie, wartet mal, das ist der November. Hier war doch irgendwo hier eine bezaubernde Adventsstimmung. Ne, das sind so Sprüche, die man darauf machen kann. Im Dezember sind da auch schöne Sprüche dabei. Das wäre halt auch eine Möglichkeit. Oder Weihnachtsvorfreude ist ja so ein Adventskranz. Stanzen habe ich einmal diese, die bekommt ihr auch bei Anne, das sind die Tannenbäume. Dann hatte ich hier noch so Schneeflocken, dann hatte ich hier ein Set von Charlie und Paulchen mit den Häusern. Das sind eigentlich Strandhäuser, weil eins hat einen Anker, das habe ich einfach weggelassen. Und hier aus diesem Set habe ich noch die kleinen Schneeflocken und da sind auch noch richtig diese kleinen Sternchen und so benutzt, um das Ganze zu verzieren. Ja. Also wie gesagt, wir werden noch einen machen mit Stabkerzen und warte mal, ich wollte mal gucken, wenn man das so rum macht, würde natürlich auch gehen, dann sind sie nicht ganz, ich kann euch das leider nicht seitlich zeigen, nicht ganz unterschiedlich hoch, aber in die höchste kommt bei mir die 1, dann die 2. Und die sind dann halt jeweils immer gut 1 cm kleiner. Wobei ich sehe, bei der hier ist irgendwie... Naja, keine Ahnung. Doch, stimmt schon. Ja, das ist das gute Stück. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal so eine ganz andere Idee. Und ja, wir haben unseren Adventskranz für dieses Jahr. Ihr findet unter meinem Video eine Taste, die nennt sich Super Thanks. Ich würde mich da riesig freuen, wenn ihr mich irgendwie ein bisschen unterstützen könnt. Denn ich mache das sehr gerne. Aber es kostet halt auch immer viel Zeit und alles. Vielleicht habt ihr da Lust, mich ein bisschen zu entlohnen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ein Abo, ein Däumchen. Ich würde mich drüber freuen, denn von Content lebt dieser Kanal.
Ich danke euch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.